Glück Okay. auf, meine Kumpel Malocha. Herzlich willkommen zum Livestream am Donnerstag. Heute Gast am Start, Holstein Kiel aktuell. Stell dich mal gerne vor. Moin an alle hier im Stream. Ich bin Holstein aktuell, besser gesagt Yannick Petzold. Und ja, ich freue mich hier heute bei Schalke Corner Gast zu sein, bei Cedric und jo, freue mich. Genau, wo kann man dich finden? Ich glaube, du hast eine Instagram-Seite, ne, die du betreust. Habe ich Genau. auf jeden Fall in die Beschreibung reingetan. Was kann man da so von dir sehen? Ja, also ich mache Spieltagsstories, Spieltagsbeiträge, News rund um Holstein Kiel, auch Ticketinfos und so weiter und so fort, damit alle immer auf den aktuellsten Stand sind und ja. Und YouTube, bist du auch am Überlegen, das irgendwann mal zu starten? Ja, das ist in meinen Gedanken tatsächlich schon drin. Also habe auf jeden Fall schon einige Leute haben mich schon angeschrieben, meinen so, hey, warum machst du denn YouTube und so? Wir feiern dich total. Und ja, ich bin am Überlegen und ja. Alles klar, nice. Chat kommt auch langsam rein. Stanix ist da, Enrit Ponik. Hauer, der echte, Glück auf zusammen. Wie geht es euch? Schreibt mal rein, ist der Ton in Ordnung, das Bild in Ordnung? Muss einer lauter oder leiser werden? Schreibt mal rein, ob das so passt. Ja, Themen heute wird, denke ich mal, ein bisschen Zweitliga drüber zu sprechen. Bisschen Holstein Kiel, bisschen Schalke natürlich auch. Wir sind ja hier auf dem Schalke-Kanal. Ich würde sagen, wir fangen sogar an mit Schalke. Wie ist so deine Einschätzung von außen bezüglich der Saison auf Schalke? Meinst du, da geht noch was Richtung Aufstieg jetzt mit dem Trainerwechsel? Ja. Mich hat es tatsächlich überrascht, also, dass ihr gegen Rostock verloren habt. Hab das Spiel ja gesehen, war eine Top-Leistung von euch eigentlich, ne? Dann diese ellenlange Nachspielzeit, da habe ich schon gedacht, so, okay, warum lässt er so lange das laufen? Und dann, ja, hat er einfach, war das halt blöd mit dieser Niederlage für euch. Und ja, Schalke ist dicke im Aufstiegsrennen noch dabei. Also klar, die letzten Spiele waren jetzt nicht gerade rund. Klar, der Trainerwechsel hat mich auch überrascht tatsächlich, aber viele haben ja auch schon geschrieben, ja, Gramotzes, passt das noch und so weiter. Und ja, mit Büskens habt ihr ja einen Schalker durch und durch jetzt in den Reihen und ich glaube, mit Büskens werdet ihr noch auf jeden Fall eine gute Rolle spielen. Und ja, also Schalke, sehr sympathischer Verein, geile Fans, geile Atmosphäre. Ja, ist ein top geführter Verein jetzt. Durch diesen leider blöden Abstieg. Auf jeden Fall gehört der S04 auf jeden Fall in die Bundesliga, meiner Meinung nach. Ja, super Einschätzung. Ansonsten hat hier Hauer gerade reingeschrieben, leichtes Piepen im Hintergrund. Ich glaube, also ich habe jetzt auf jeden Fall bei mir am Mic alle Sachen entfernt, die da so in der Nähe liegen. Ich hoffe, das verbessert sich jetzt ein bisschen. Falls du da auch irgendwie so ein Handy oder so daneben hast, dann einfach ein bisschen wegtun. Ansonsten, Thomas ist da, Philipp ist da, Heiko ist da. Glück auf zusammen. Moin Philipp, Glas Wein geöffnet. Super. kleiner Insider. Okay, dann würde ich dich gerne mal fragen, so Richtung Aufstieg. Meinst du, das packen wir noch diese Saison? Oder wenn du jetzt so einen Tipp Also abgeben würdest? natürlich habt ihr natürlich noch alle Konkurrenten. Müsst ihr auf jeden Fall punkten. Also ihr spielt ja jetzt in 2 Wochen, glaube ich, meine ich, gegen Darmstadt. Wird zwar auch eine Ja, schwere wir Partie. spielen jetzt erstmal gegen drei eher leichtere Mannschaften noch und dann kommen diese Top-Mannschaften, wie zum Beispiel Darmstadt. Wir spielen nämlich jetzt noch gegen Dynamo auf jeden Fall. Hannover spielen wir und wir spielen noch gegen ich glaube, Ingolstadt spielen wir noch, oder? Genau, Ingolstadt am Wochenende, ne? Genau, ja. Das sind auf jeden Fall jetzt erstmal drei, ich sag mal, leichtere Mannschaften und dann kommt dieses Hammerprogramm mit Sandhausen dazwischen. Absolut. Also, wenn ihr diese 3 Spiele, die du ja eben genannt hast, gut bestreitet, da dort ordentlich Punkte holt, dann ist da auf jeden Fall was drin. Also ich würde es euch auf jeden Fall zutrauen. Ne? Klar, da ist der HSV, Darmstadt, Bremen noch dicke im Geschäft. Aber warum solltet ihr da nicht, warum solltet ihr da keine Chancen haben auf den Aufstieg? Ne? Also ich sehe eure Chancen ganz gut,
Aber man muss natürlich jede Woche die Leistung top abrufen, um halt dadurch auch halt in diese Position halt zu kommen, ne? Um halt am Ende auch auf den ersten drei Plätzen zu stehen. Ja, also du bist auf jeden Fall ein bisschen optimistischer als ich, weil irgendwie Okay. ich habe so die letzten Spiele im Kopf und so weiter. Boah, also wir haben ja kaum mal eine Serie gestartet. Wir hatten zwischendurch einmal so eine Serie gestartet, unter anderem auch gegen die drei Mannschaften, gegen die wir jetzt gespielt haben. Aber so grundsätzlich hat es eigentlich nie so eine Serie mal gehabt. Du hast nie mal so gute Spiele in Folge oder so. Also so Konstanz lässt sich auf jeden Fall vermissen. Deswegen weiß ich nicht, woher die auf einmal kommen soll. Klar haben wir jetzt einen Trainerwechsel. Ich hoffe auch, dass das jetzt alles irgendwie funktioniert, dass wir dann vielleicht da drei Siege holen. Das ist natürlich ein Traum. Und dann gehst du in die Top-Duelle. Vielleicht lässt der ein oder andere Konkurrent auch noch was liegen. Und dann hast du wieder eine reelle Chance oder hast das alles selbst in der Hand. Aber boah, schwierig. Schwierig auf jeden Fall. Absolut, absolut. Also, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, ne? Aber guck mal, Trainerwechsel ist ja immer was Gutes. Also auch sie ja uns oder sie ja auch, wen gab es denn da noch? Bremen, Bremen natürlich, ne? Ja, genau. Ingolstadt auch, Sandhausen ja damals auch noch und auch Bremen, logischerweise. Und da sieht man ja auch, Bremen zum Beispiel, oh, richtig, richtig stark, Konstanz, punkten ordentlich. Was war der ausschlaggebende Punkt? Der Trainerwechsel. Und Ja. das sehe ich bei euch vielleicht auch so. Also ihr werdet auf jeden Fall eine gute Rolle spielen. Auf jeden Fall. Das kommt auch zur richtigen Zeit, habe ich auch das Gefühl. Lino auf jeden Fall, danke für den Fußball auf TikTok. Ja, richtige Zeit. Boah, ich glaube, der ist ein bisschen zu spät jetzt gekommen, um da nochmal. Okay. Aber ich weiß es nicht. Ich bin ja auch nicht allwissend. Vielleicht hast du recht. Ich hoffe, du hast recht, weil das heißt, dass wir am Ende gut dastehen. Gucken wir einfach mal. Wie läuft denn es gerade bei Kiel? Ich weiß, ihr hattet echt Probleme am Anfang der Saison. Ne, ich fand, gegen uns habt ihr eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht, habt am Ende aber auch deutlich dann verloren gehabt im ersten Spiel. Aber nach dem Trainerwechsel lief es auf einmal wieder, oder? Ja, absolut. Also wir haben ja deutlich mehr Punkte geholt. Die Konstanz war auch mehr drin. Wir haben nicht mehr so viel. Klar, wir haben jedes Spiel zwei Gegentore bekommen. Das war zu viel, meiner Meinung nach. Und natürlich, der Trainerwechsel hat ja jetzt ordentlich was ausgelöst. Also hätten wir jetzt vor Weihnachten gesagt, so wir hätten jetzt 31 Punkte, hätte ich das auf jeden Fall unterschrieben. Und ja, also wir müssen halt jetzt auch einfach so schnell wie möglich die 9 Punkte holen. Am besten morgen schon damit anfangen, weil es wird brutal eng. Jetzt sind es nur noch 3 Punkte wieder auf Rostock, die sind auf 15. Und wir müssen halt einfach auch mal wieder jetzt in die Punkte kommen. Ja, die letzten 3 Spiele waren jetzt nicht gut, also dreimal hintereinander verloren. Das war nicht gut für uns und wir müssen uns halt jetzt einfach mal raffen und auch vielleicht mal die Taktik und so ändern, weil wir spielen eigentlich immer das Gleiche über A außen, über Fabian Reese, dann eine Flanke in den 16er und dann gucken wir, ob wir den Ball da treffen. Aber ja, sonst läuft es eigentlich ganz gut und wir können auch glücklich schätzen, auf Platz 11 zu sein. Und ja, also in den Klassenerhalt glaube ich schon, dass wir den kriegen. Nur da müssen wir halt auch wieder diese Konstanz reinbringen, die, wie es ja auch bei euch ist, ne? Also ihr hattet ja Ja. auch, das ist ja ähnlich, ja ähnliche Situation im Moment. Ansonsten, was schreibt der Chat? Marcel ist da, Glück auf. Nee, Schalke schafft es leider nicht, sagt Thomas. Dafür ist die Abwehr zu schlecht. Hannover auch nicht so leicht, schreibt Heiko. Eher steigt Kiel ab, dass Schalke aufsteigt. Gegen Hannover 96 sahen wir nie gut aus, glaube ich. Glück auf und moin, Heiko ist auch am Start. Hallo Namensvetter, auch wenn Kölner bist, Spaß. Heiko. Heiko und Heiko haben wir gerade im Chat. Sehr, sehr cool. Was hast nicht ehrlich. Warum hat es nicht ehrlich mit dem Werner geklappt? Ja, das würde mich auch mal interessieren. Ole Werner war ja ewig in Kiel, war letzte Saison fast aufgestiegen, wechselt jetzt nach Werder, da funktioniert es. Wieso hat es jetzt nicht in Kiel funktioniert? Das würde mich auch mal interessieren. Gute Frage, ist da nichts.
Also bei uns war es halt so, der verpasste Aufstieg, das hat schon vieles ausgelöst bei uns, ne? Also uns hatte ja jetzt wirklich nur ein Tor gefehlt, also zum Aufstieg oder 3 Punkte. Und das war halt einfach, man hatte gemerkt, Ole Werner hatte halt immer die gleiche Taktik und diese Taktik wurde halt schon längst entschlüsselt. So. Und das hat man in den ersten 3 Spielen gemerkt und man hat auch so gemerkt, so. Im Sommer war ja auch Ole Werner schon bei Bremen im Gespräch. Also da hätte Bremen, wäre da auch bereit gewesen, 3,5 Millionen Ablöse zu zahlen. Waren sie bereit? Ole hat da gesagt, nee, nee, ich will noch in Kiel bleiben. Aber dann ging es halt wirklich los mit diesen 3 Niederlagen, jeweils 0-3. Und dann hat das halt alles seinen Lauf genommen. Und dann hat Ole halt gesehen, so, ich glaube, ich erreiche diese Mannschaft persönlich nicht mehr. Und hat dann den Schritt gewagt und hat dann von sich aus selbst gesagt, er tritt zurück im Namen des Vereins, weil er ist ja auch Holstein Kiel durch und durch. Aber man muss halt wirklich sehen, dass halt die Spirale immer weiter ins Negative gelaufen ist. Und klar, das ist nach einer verpassten Relegation immer der Fall gewesen. In der zweiten Liga hatten wir ja schon mal, aber dann war es halt einfach so der Zeitpunkt, wo Ole gesagt hat, so, ich glaube, ich erreiche die Mannschaft nicht, fand ich ein starkes Signal. Klar war es für uns Kiel-Fans ein brutaler Schlag ins Gesicht, weil Ole einer der besten Trainer war, die wir je hatten, meiner Meinung nach. Und ja, das war auch ein Schock erstmal, aber muss man halt nach vorne blicken, weil das war ja, glaube ich, 3 Spieltage vor Ingolstadt, vor Rostock, glaube ich. Oder ich weiß nicht, gegen wen wir da gespielt hätten. Und da musste man sich auch als Fan und auch als Team dann wieder nach vorne blicken und sagen, okay, Ola hat diese mein, Entscheidung gefällt und die muss man halt akzeptieren. Ja. Okay, was schreibt der Chat? Hamburg und Düsseldorf haben Spielverlegung beantragt. Hamburg wundert mich etwas. Ja, die hatten ja heute noch, hatten Corona-Fälle auch heute. Ja, wir haben auch Corona-Fälle, können wir auch gleich nochmal sprechen. Auf einmal wurde Rouven Schröder auch positiv. Unser Trainer ist ja bereits positiv, der Büskens. Ist auf jeden Fall auch ärgerlich, jetzt bei dem, gerade wo der anfängt, ne, und will natürlich mit der Mannschaft in Kontakt kommen und so, da alle Jungs pushen, dass er dann da raus ist. Heiko schreibt, ich finde trotzdem, Holstein macht es gut, die kannten man zwar, aber in letzter Zeit sind die echt wieder ein Blatt im Profifußball. Und Dankeschön. Levo schreibt, wer werden die drei auf die letzten Plätze in der ersten und zweiten Liga? Also, ja, gib mal eine Prognose ab. Wer glaubst du steigt auf aus der zweiten Liga und wer glaubst du wird absteigen aus der zweiten? So. Ich fange erstmal unten an. Also Ingolstadt ist für mich schon abgeschlagen, letzter. Und man sieht, klar, sie hatten jetzt in Bremen ein gutes Spiel abgeliefert, aber meiner Meinung nach ist Ingolstadt schon so gut wie weg. Wird auch nicht verbessert. Es sei denn, sie starten jetzt gegen euch, ausgerechnet gegen euch, die Siegesserie, aber glaube ich eher nicht daran. Und ja, Aue wird es schwer haben. Ich glaube auch, Aue wird auf 17 landen. Haben sie sich auch nach den letzten Leistungen eigentlich verdient, da zu landen? Ja, 16 wird, kann ich leider noch keine Prognose abgeben, aber. Ich würde es mir natürlich wünschen, dass Sandhausen da landet oder Dynamo Dresden. Aber ja, und oben, ja, brutal eng. Also da entscheidet sich das für Woche für Woche. Also das ist unglaublich, diese Liga. Also da kann man eigentlich gar nichts hin. Also da können 7 Vereine aufsteigen. Also da jetzt 3 rauszuholen. Hau mal raus, Also. hau mal einfach raus. Also Nach Gefühl. Bremen wird es aufsteigen. Also die haben die beste Konstanz von allen. Ja, Platz 2 wird die Frage. Also ich schätze mal, da wird Darmstadt landen tatsächlich, weil die haben auch gute Leistungen, sind konstant. Und auf Platz 3, das wird ein Rennen zwischen St. Pauli, Schalke und HSV. Und das entscheidet sich halt
erst am letzten Spieltag. Ich würde es mir natürlich für euch wünschen. Und ja, also ich glaube auch von den dreien dann, die um Platz 3 dann fighten, wird St. Pauli den kürzeren auf jeden Fall ziehen. Und dann wird das noch ein Rennen zwischen HSV und Schalke. Also ich tippe Pauli ein bisschen stärker als Darmstadt, auch ob, also mit dem Wissen, dass Darmstadt jetzt die letzten Spiele dann trotzdem irgendwie gewonnen hat. Und normalerweise musst du solche Spiele gewinnen, wo du 2-0 hinten liegst und am Ende dann in 10 Minuten 3 Tore machst, um dann am Ende auch aufzusteigen. Ne? Aber ich glaube, Pauli spielt den besseren Fußball, ist an sich stärker. Bremen, glaube ich, auch, marschiert da jetzt erstmal weg. Ne? Würde mich mal interessieren, wie die jetzt aufspielen, wenn jetzt stärkere Mannschaften kommen, was auch passiert, falls sie mal jetzt ein Spiel verlieren. Das ist auch noch ein Faktor. Auch ein Faktor wird es sein, auf jeden Fall Saisonendspurt. Ne? Da machen die Nerven nicht mehr mit. Da machen auch teilweise die Beine nicht mehr mit. Die werden immer schwerer. Und vor allen Dingen natürlich der Kopf, psychologisch. Wer wird mit den Nerven, wer kommt damit zurecht? Das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant, wie die damit umgehen werden. Aber dennoch, ich glaube, Bremen wird Erster, ich glaube, Pauli Zweiter. Und ich kann uns auch echt auf dem dritten Platz vorstellen, aber das wird halt sich entscheiden, ob wir jetzt erstmal das nächste Spiel gewinnen. Das wird das wichtigste Saisonspiel für mich. Aber klar, Pauli, Nürnberg ist auch noch mit dabei, ne? Darmstadt und so weiter. Ich glaube, dass von den ersten drei, die jetzt da stehen, nicht alle drei die ersten drei Plätze belegen. Also ich glaube, einer wird da rausrutschen, auf jeden Fall, vielleicht sogar zwei. Und für mich ist das, glaube ich, Darmstadt. Und dann müssen wir halt gucken, wer diesen Platz einnimmt. Schalke, HSV, Nürnberg, Heidenheim ist auch noch oben mit dabei. Wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. So, Heiko schreibt auch Nürnberg nicht vergessen. Absolut. Moin Laurens, moin Thomas, viele Leute heute am Start, Glück auf, ich begrüße alle Leute, auch an die neuen Leute. Lasst gerne ein Abo da, Albert ist auch da, allen Daumen hoch machen, genau, Daumen ist immer wichtig für den Algorithmus, unterm Video einfach einen Daumen nach oben drücken. Sascha, danke auf TikTok für die, was ist denn das, eine Synchronklappe. Und dann würde ich, hier hat auch der Stanix angesprochen, ein bisschen so auf die Spieler mit Schalke-Vergangenheit bei Kiel mal zu sprechen kommen. Da gibt es ja einige. Ich würde mal interessieren, wie du die einschätzt. Kamen ja auch einige aus der Knappenschmiede. Da haben wir ja den Rese. Ja. Neumann haben wir, glaube ich, auch. Genau. Und Skibski, der zwar nicht aus der Knappenschmiede kommt, aber der wirklich so dieser, ja, der wirklich Schalke-Fan auch ist, hat er immer wieder gesagt. Und würde mich auf jeden Fall mal deine Meinung zu den drei interessieren. Und hier auf TikTok kam gerade Sascha, Gewichte, Lautsprecher, Wunderlampe, Sticker, Fußball, Tennis, alles hat er reingebuttert. Danke dir auf jeden Fall dafür. Ja, gerne mal deine Meinung zu den drei Ex-Schalkern. Ja, also Fabi Rehse, absolut geil der Typ. Also ich feiere ihn, mag ihn auch total gerne. Er kämpft jedes Spiel, läuft da die Bahn rauf und runter, versucht immer zum Torabschluss zu kommen. Und ja, also Fabi Rehse ist eine Dampfmaschine, bezeichne ich ihn gerne mal. Oder eine Zugmaschine, weil was der da für uns leistet, absoluten Respekt von mir. Ist auf jeden Fall ein Spieler. Den müssen wir unbedingt halten, ist ein absoluter Leistungsträger, genauso wie Phil Neumann. Gefällt mir auch richtig gut. Also alleine das Duo Phil Neumann, Fabian Rehse macht unglaublich viel Spaß. Sind auf jeden Fall feste Größen bei uns, bereichern unser Spiel und hoffe, dass die länger bleiben. Klar, bei Phil Neumann läuft der Vertrag aus. Bundesliga, Ausland und Bremen speziell ist an ihn dran, also leider glaube ich, wird es im Sommer Phil Neumann uns leider glaube ich verlassen. Muss man leider klar sehen, dass wir den höchstwahrscheinlich halten können. Aber jetzt auch über die Jahre hin fand ich die drei, beiden am besten von allen, die wir jetzt in der letzten Zeit hatten, weil sie machen einfach unglaublich Spaß, sind absolute Leistungsträger und eigentlich gar nicht mehr wegzudenken in Kiel. Und ja, Stevie Skripski, ja, hat ein bisschen Pech gehabt, ist sehr verletzungsanfällig im Moment. Hat er immer mal ein paar Wehwehchen, jetzt letzte Woche gegen Paderborn gutes Spiel gemacht, auch ein paar Chancen gemacht, herausgespielt und
Auch ein sehr guter Fußballspieler, leider noch nicht an die, an die 100% der Leistung gekommen, durch diese gesamten Verletzungen, Krankheiten und so, die er leider hatte, ist leider im Moment auch in eher Richtung Transfer-Flop leider gelangt, aber natürlich halte ich vieles von Stevie Skripski, habe ihn ja auch auf Schalke oder speziell auch bei Union gesehen und da hat er vor allem bei Union hat er ja einen Top-Leistung gebracht, wo ich sagte so, okay, diesen Spieler zu verpflichten, dachte ich im Sommer so, oha, dass wir so einen Spielernamen wie Skripski bekommen. Und deswegen stimme ich das auch positiv, dass er auch noch einschlagen wird. Glaube aber nicht mehr diese Saison, eher dann in Richtung neuer Saison. Und aber Fabi Rehse, Phil Neumann, gefallen mir mega gut. Bei Reza hatte ich immer das Gefühl, der ist schnell. Der macht auch viel mit, also der ackert sehr, sehr viel. Hat auch technisch was drauf. Ich glaube, für die zweite Liga sowieso. Jetzt in der Bundesliga war es noch ein bisschen schwierig. Gerade da war der auch noch ein bisschen jünger. Bei ihm hatte ich immer das große Problem, dass der irgendwie nicht so effektiv ist, nicht so kaltschnäuzig vor dem Tor. Hat er das jetzt ablegen können oder spielt er jetzt eine andere Position, wo das gar nicht mehr so gefragt ist? Spielt ja bei uns immer außen, entweder links oder rechts. Also das wechselt, variiert ja auch bei uns. Also unser außen, rechts außen, links außen wechseln sich im Spiel auch gerne mal ab. Aber ja, kaltschnäuzig ist da schon ein bisschen besser geworden. Also im Vergleich, was ich bei Schalke gesehen habe, ist auf jeden Fall auch erfahrener geworden. Und klar, was mich ein bisschen stört, ist immer so, dass er immer mit der Hacke immer gerne spielen will und auch ziemlich viele Alleingänge macht. Aber ist halt im Moment so, aber er hat schon bewiesen, dass er auch gut kaltschnäuzig auch vorm Tor ist. Also das hat er ja auch auf jeden Fall getan, aber ist noch, natürlich noch Luft nach oben. Okay, danke auf jeden Fall für den Support an den Chat. Heiko hat einen Daumen hinterlassen, Heiko FC auch, Heiko H. Thomas Krüger, ein Abo und einen Daumen, sehr, sehr nett. Dann tippt ihr auch noch die Aufsteiger, Philipp, Aufsteiger Bremen, Pauli, Darmstadt, Relegation. Luis Holtby doch auch, genau, Luis Holtby haben wir vergessen, auch Ex-Schalker. War nicht so lange bei uns, kam ja aus Aachen, da komme ich ja her. Habt ihr noch aus Aachen in Erinnerung, sehr, sehr guter Mann, war dann auch in Mainz, Bochum. Jetzt bei euch, wie siehst du den Holtby, HSV war der? Luis ist absolut mein Lieblingsspieler bei uns. Also, er hat im Sommer, als ich gelesen habe, dass er zu uns kommt oder die Meldung gehört habe, habe ich gedacht: Alter, was, was? So erstmal so völlig perplex. Weil das ist ja schon ein Name, wo man sagt: So, okay, den nach Kiel zu holen, nicht schlecht. Und Luis ist ein absoluter, also, das ist unser Herzstück fast schon. Also, alle Spiele, die wir mit Luis gespielt haben, haben wir gewonnen oder unentschieden gespielt. Also nichts verloren. Klar, letzte Woche Paderborn war das erste Mal. Oder auch davor gegen Hannover ist er ja auch reingekommen. Klar, auch ab und zu mal verletzungsanfällig, aber Luis ist ein absolut geiler Spieler und ist auf jeden Fall ein Herzstück von uns und absolut geil der Typ. Ja, ich hatte so das Gefühl, in HSV, der war irgendwie so drüber, der war irgendwie schon zu alt, hatte ich das Gefühl. Aber scheinbar erlebt er bei euch so seinen zweiten Frühling oder seinen Genau. späten Herbst nochmal. Genau. Ja, ich finde, der macht auch auf jeden Fall. Man hat gemerkt, als er gekommen ist, dass sich die Mannschaft bei euch auf jeden Fall verbessert hat. Ja, genau. Und vor allem, er hat ja auch gesagt, so, er hat richtig Bock auf uns. Er hat richtig Bock auf Holstein Kiel. Und das merkt man auch. Er motiviert die Jungs. Er lebt unseren Verein jetzt schon. Und das noch nicht mal ein Jahr bei uns im Kader. Und das merkt man auch, der hat unseren Verein auf jeden Fall schon ins Herz geschlossen. Und das merkt man bei Spielern, die wirklich für den Verein fighten und kämpfen wollen und so. Und man merkt auch, er nimmt auch immer die Zuschauer mit, ne? Und das ist auch immer ganz wichtig. Das ist ja bei jedem Ja, eigentlich ich so. glaube, der Holtby, der war echt seine Zeit leid, beim HSV immer der Buhmann zu sein und so weiter, ne? Der, weiß ich nicht, da haben die den ja alle schlecht geredet und so. Und ja, ist auch, wenn du als Fußballer, wenn du vom Kopf her, wenn das alles funktioniert, wenn du dieses Selbstbewusstsein hast, wenn du befreit aufspielen kannst, ne, dann kannst du auch deine Topleistung bringen und das macht eine Menge aus, weil Fußball ist für mich
50% oder 80, noch mehr, 80% bestimmt einfach nur Selbstbewusstsein. Alle können kicken, so. Alle, die da oben sind, können kicken. Manche haben noch so das gewisse Etwas, ne? Das sind dann aber auch diese Topstars, sag ich mal, Messi und so weiter. Aber so die Reihe dahinter, die können alle kicken. Aber da macht der Kopf halt eine Menge aus. Und das merkt man Absolut. halt. Genau, das merkt man halt dann bei den Spielern, die dann auf einmal. Bei uns war das ja häufig so. Ein Spieler wechselt nach Schalke, funktioniert nicht, wechselt dann weiter, funktioniert. Alle Spieler, die letzte Saison bei uns gespielt haben, spielen jetzt alle in der Bundesliga, außer vielleicht jetzt mal ein Skripski. Aber ein Suazerda bei Hertha, ein Schöpf bei Bielefeld, ein Otschipka bei Union Berlin, teilweise spielen die da sogar Stamm so, wo du gedacht hast, die können überhaupt keinen Fußball spielen. Sterda vielleicht so, der war auf jeden Fall talentiert, aber ein Otschipka. Der war einfach nur eine Graupe bei uns auf links, genauso ein Schöpf und so weiter. Und wie sie alle heißen, die sind überall untergekommen, auch im Ausland in der ersten Liga. Das ist, macht auf jeden Fall eine Menge aus, dieses Selbstbewusstsein. Absolut, und vor allem auch der Armin Harid ja auch, ne? Also der ist ja jetzt auch im Ausland und so. Und ich habe auch wirklich gedacht, so, ja, eigentlich war mit diesem Kader eigentlich, den ihr ja auch hattet in der Bundesliga, viel mehr drin, auch, was sie auch wirklich, das Potenzial haben sie vielleicht, ich will mich jetzt hier nicht festlegen, aber, oder nicht irgendwie blöd reden damit, aber, da haben sie, ich glaube, sie sind, ein paar Spieler sind nicht an ihre Leistungsgrenze gewesen, gegangen bei euch. Und das hat mir ein bisschen gefehlt bei euch. Und Absolut. es war schon blöd, das so zu sehen, wie ihr da in der Bundesliga letzte Saison gespielt habt und so. Das war echt mit zum Leiden für euch Fans. Also ich habe auf jeden Fall mit euch da gelitten, weil die Jungs haben euch da ziemlich viel zugemuten müssen, gemutet, ja. Um jetzt mal so die Brücke zu schlagen, auch Richtung Bundesliga. Hier wurde ja auch eben gefragt, was die Einschätzung ist in der Bundesliga. Das habe ich bewusst jetzt erstmal rausgenommen. Da haben wir ja die zweite Liga getippt. Aber jetzt so Abstiegskampf in der Bundesliga, weil ich habe das Gefühl, bei Gladbach erleben wir auch das, was wir letztes Jahr im Schalke-Kader hatten. Nämlich Spieler, die gar nicht mehr im Kopf auf Schalke sind, beziehungsweise jetzt auf Gladbach, sondern schon, die sind schon im Kopf beim nächsten Verein. Hertha gefühlt das Gleiche. Suazerda wollte in die Champions League wechseln. Jetzt spielt er da. Für mich ist Hertha abgestiegen. Ne? Also Ja. ich kann ja schon mal den ersten raushauen neben Fürth, der dann runtergeht. Ich sage, Hertha geht direkt runter. Und ja, und Gladbach ist auch nicht weit entfernt. Und man kann ja schon sagen, so, wenn es dieses Jahr nicht wird bei Gladbach mit dem Abstieg, dann kann es auch ganz schnell mal im nächsten Jahr werden. Ne? Und das ist auch schon sehr, sehr heftig, was da abgeht. Wie ist da deine Einschätzung zu Gladbach und Hertha? Aber auch so im Abstiegskampf, wen würdest du tippen, wer geht runter? Also Fürth ist für mich auch abgestiegen. Also da wird kein. Die haben zwar auch jetzt gute Spiele gehabt in der Bundesliga, muss man auch sagen, haben auch ein paar Mal gewonnen, aber ja, das ist einfach zu wenig für die Bundesliga gewesen. Und ja, Gladbach habe ich leider nicht so viel verfolgt, aber man hat natürlich gesehen, die haben sich ein bisschen verzockt, vielleicht auch mit den Hütter. 7,5 Millionen für einen Trainer zu zahlen, fand ich schon ein bisschen okay. Das war auf jeden Ja, Fall viel. genau. Und ja, Gladbach ist halt das Gleiche vielleicht in Grün. Und vor allem, die haben auch den Kader viel zu lange schon zusammen, ne? Und man muss da vielleicht auch mal was erneuern, grundsätzlich. Alleine, dass auch das Max Eberl ja auch gesagt zurückgetreten ist, hat ja auch schon ein Signal ausgewirkt, so, ey, ich möchte diesen Druck oder so alles nicht mehr haben. So. Vielleicht haben das die Spieler ja auch. Weil die hatten ja eigentlich ganz andere Erwartungen. Sie wollten Europa League, Champions Ja, League, da um die klar. Plätze spielen. Und Hertha, klar, mein Vater ist Hertha BSC-Fan, deswegen bin ich da ziemlich nah dran. Aber Hertha ist das gleiche in Grün wie bei Werder Bremen beispielsweise. Oder wie ihr leider letztes Jahr leben musstet. Und wie es damals auch, ich weiß nicht, wer es war, HSV auf jeden Fall und Stuttgart ist auch mal runtergegangen. Stuttgart, genau, und Köln ja auch. Und deswegen, ich glaube, Hertha ist dieses Jahr tatsächlich mal dran, obwohl ich es mir nicht wünschen würde. Aber Hertha braucht mal eine grundsätzliche Erneuerung, so wie ihr es auch gebraucht habt. Klar, die zweite Liga ist nicht einfach.
Das ist auch erstmal ein Neuland wieder, weil da halt nicht, weil da halt vieles auch über Kampf geht. Aber ich glaube, so ein Abstieg würde vielleicht auch mal für den Club gut tun, um auch erstmal aus dieser gesamten Druckphase, den ganzen, was da die letzten Jahre abgelaufen ist, was da alles schiefgelaufen ist, wie viel Geld die da verbraten haben und so. Und deswegen tippe ich mal Hertha auf 17 und auf 16 wird das ein Rennen zwischen Bielefeld, Augsburg und Stuttgart. Schalkes Opa hat auf TikTok gefragt, kennst du den, Schalkes Opa? Tatsächlich nicht. Könnt ihr auf jeden Fall mal abchecken. Sehr, sehr cooler Schalke-TikToker, auch Schalke-Sänger. Was glaubst du, packen wir das dieses Jahr noch? Ja, hatten wir gerade drinne. Und für dich noch als Info, wir sind auf YouTube live, wir machen TikTok noch nebenbei. Deswegen Ist gerne, gut. also er wollte mit uns gemeinsam live gehen, gerne. Wir können gerne mal einen Termin vereinbaren für YouTube oder halt für TikTok. Aber gerade sind wir auch auf YouTube und haben hier einen Gast, Holstein aktuell ist da. Haben wir eben gesagt, also du tippst vielleicht auf den dritten Platz, bei mir genauso, Relegationsplatz sehen wir Schalke, Ja. nur damit er auch Bescheid weiß. So, was sagt der Chat? Hertha Augsburg gehen runter, schreibt Hannover 96 for live. Hertha Augsburg gehen runter mit Fürth. Was waren deine Tipps noch, um das abzuschließen? Wer geht bei dir runter? Die drei Mannschaften. Der zweiten Liga oder Bundesliga? Bundesliga jetzt. Bundesliga, 18 Fürth, 17 Hertha. Und 16 tue ich mir schwer. Stuttgart, habe ich ja gesagt, Stuttgart, Augsburg oder Bielefeld. Also das wird dann ein Rennen bis zum Ende. Und ich schätze mal, es wird Stuttgart oder Augsburg sein. Ja, ich habe das auch so. Also ich habe Hertha auf Platz 18, auf Platz 17, Fürth auf Platz 18. Klar, die holen das nicht immer auf. Und boah, Platz 16, ja, ist auch schwierig. Ich glaube, das wird Augsburg am Ende, wenn ich jetzt so tippen würde. Weil ich glaube, Stuttgart, die holen jetzt noch mal ein paar Punkte. Die haben jetzt wieder Blut geleckt und Ja. die sind, glaube ich, jetzt gut drauf wieder nach dem Sieg. Thomas schreibt auch, Stuttgart rettet sich noch. Hannover schreibt, ich finde, Stuttgart kann sich retten, wenn sie wollen, weil sie echt gut spielen. André ist Gut. da, hallo Cedric, Glück auf, mein Bester. Heiko schreibt, Heiko FC, jo, ich kenne mich mit dem freien Fall genug aus. Köln auch häufig mal unten dabei gewesen. Köln auch vor allen Dingen eine Mannschaft, die, wie ich finde, letztes Jahr schlechter gespielt hat als wir sogar. Aber man muss sagen, ey, was der Baumgartel aus Köln gemacht hat, das ist echt Hammer und Respekt. sehr, sehr stark. Und die haben aus dem gefühlten Absteiger mittlerweile einen Anwärter auf Europa gemacht. Und dazu auch noch schön Fußball. Und der Kader hat sich eher noch verschlechtert als verbessert. Hut ab, was der da geleistet hat. Ich finde, die spielen mit den schönsten Fußball aus der Bundesliga Köln gerade. Lauens, Hauptsache Arminia bleibt ohne Relegation drin. Schwarz-Weiß-Blau Arminia und der HSV. Bielefeld würde ich auch gönnen, in der Liga zu bleiben. Finde ich auch Absolut. sympathisch, ne? Also kann ich nichts Negatives zu sagen. Bei Stuttgart bleibt abzuwarten, was und wie viel Positives sie aus dem letzten Spiel ziehen können. Absolut. Ich denke, Hertha bleibt drin, alleine schon wegen Bobic. Weiß ich nicht, der kann jetzt auch nicht mehr so viel da machen. Ne, Spieler kann der keine mehr holen. So, die Spieler, die der geholt haben, waren leider auch häufig Flops, muss man so sagen. Ich fand wohl, der hat besser eingekauft als der Preetz, das auf jeden Fall. Aber trotzdem kriegst du auch diesen ganzen Kader da nicht innerhalb von einer Transferperiode behoben. Gerade diese ganzen Hierarchien, die da sind. Und wenn du dann da auch ein paar Fehlgriffe mit drin hast, dann kannst du das Ganze nicht umwerfen. Das ist ja einfach nur eine toxische Mannschaft. Dann holen die da den Taifun Korkut, bei aller Liebe, ne, Bobic und so weiter. Ich check nicht, wieso die den Korkut geholt haben. Mag sein, dass das ein guter Mensch ist und was weiß ich, aber der hatte doch nie Erfolg gehabt. Der hatte mal jetzt kurz noch zwischendurch mal eine gute Serie bei Stuttgart gehabt. Aber so grundsätzlich war der doch immer richtig schlecht. Ich verstehe nicht, wieso der dann noch zu einem Hertha wechselt, die ja Möglichkeiten hatten, ne, finanziell und einen teuren Trainer zu holen. Habe ich nicht verstanden. Wie ist da deine Einschätzung? Absolut, also den Korkut, also da habe ich gedacht, so, was, warum holen sie jetzt auf einmal den? Ja.
Weil da gab es viele andere Möglichkeiten, sie ein Uwe Neuhaus. Damals gab es auch noch einen Daniel Thun als Beispiel. Ja, zum Beispiel. Viele gab es, viele Namen. Und da gab es ganz viele. Und sie haben einen verbratenen Trainer auf gut Deutsch geholt, wo ich denke, so, der bringt wenig für diesen Verein. Der hat diese Mannschaft eher noch weiter verschlechtert. Ja. Klar, jetzt hat er auch auf dem Trainingsplatz mal eine Ansage gemacht, so, ja, ey, das ist ja nicht mein Bier und so, ihr müsst kämpfen und wir sind hier keine Jugendmannschaft. Ja, aber wenn man bocklose Spieler ja auch teilweise hat, weil sie vielleicht den Trainer nicht mögen oder gegen den Ja. Trainer spielen. Das hatten wir ja auch mal damals mit André Schubert. So, da haben wir auch gegen den gespielt. Das hat man ganz deutlich gesehen. Und der Trainer, Taifun Korkut, nee. Also klar, menschlich ist er vielleicht netter und guter, aber Taifun Korkut, nee. Also der sollte nach Hertha BSC am besten kein Bundesliga- und kein Zweitliga-Team mehr übernehmen, sondern er ist nach meiner Meinung nach nur noch ein Drittligatrainer, wenn man ehrlich ist. Ja, ich meine, der muss auch jetzt erstmal von unten anfangen, ne? Der muss sich das auch erstmal erarbeiten, dass der wieder gute Jobangebote kriegt. Und ich sag zum Beispiel jetzt mal einen Christian Titz, der jetzt in der dritten Liga, der hat beim HSV, wäre der schon fast mit denen drinne geblieben, hat dann irgendwie 3 Punkte auf den Aufstiegsplatz, wurde der entlassen, obwohl der einen recht guten Fußball gespielt hat. Am Ende sind die auch mit dem anderen nicht aufgestiegen. Und da waren die wieder im Höhenflug, HSV, wir müssen direkt hochgehen. Und jetzt in Magdeburg spielt er den schönsten Fußball der dritten Liga. Absolut. Wär für mich übrigens auch ein absoluter Kandidat für Schalke nächstes Jahr, wenn der Büskens dann interimsweise wieder als Co-Trainer in das Glied zurückkommt. Ja, und solche Trainer sind dann in der dritten Liga. Da frage ich mich auch so, hä, was geht jetzt hier ab? Aber scheinbar kann der auch gut einfach reden, ne? Gut präsentieren. Kann er bei den Leuten gut sagen, warum, wieso, weshalb der so gescheitert ist und warum es jetzt besser wird. Aber letztendlich siehst du halt auch keine Besserung jetzt auf dem Fußballplatz. Genau, und vor allem Christian Tietz hat einen total richtigen Schritt gemacht. Erstmal gesagt so, hey, ich gehe mal in die dritte Liga. Ja. Die ist auch qualitativ gut, hochwertig, wenn man ehrlich ist. Alleine, was da jetzt auch oben steht in der Tabelle, was auch viel Tradition hat. Ne? Und der Trainer macht da einfach einen guten Job. Überleg dir mal, 64 Punkte schon zu haben und so einen großen Vorsprung auch zu haben, auf Platz 3 und 2 schon, also das zeigt mir schon, der macht da eine richtig, richtig, richtig gute Arbeit Ja. mit den Spielern, die, wo ich gedacht habe, okay, die spielen eigentlich nur im Mittelfeld rum, ne? Und der Trainer, ja, natürlich, der wäre vielleicht für euch eine Option, ne? Muss man halt gucken, bis wann sein Vertrag läuft. Also, wenn er im Sommer ausläuft, dann wäre es natürlich, wenn er plötzlich Schalke 04 klopfen würde, sagt er natürlich, ja, ich gehe zu Schalke, ja. Ja, der hat ganz andere Aber Möglichkeiten dann. genau, und vor allem auch dieser. Alleine der Name Schalke 04. Wenn da plötzlich ein Ja. Schalke 04 bei mir anrufen würde, würde ich sagen, ja gut, nehme ich sofort an. So, Ja. weil natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Und Christian Titz macht einen guten Job da, also auf jeden Fall. Ja. Ja, wir haben jetzt schon wieder nach 18 Uhr. Ich würde sagen, wir nehmen nochmal die letzten Kommentare mit rein. Hat auf jeden Fall mega Bock gemacht, ne? Also du kannst auch gerne öfter mal vorbeikommen hier auf dem Kanal. Mach's gleich auf jeden Fall weiter, ne? Auf Instagram. Kann man ja auch schon mal bekannt geben. Genau, also. Mit dem Max, der war ja auch hier auf dem Kanal zuletzt zu sehen, ne? Genau, dann könnt ihr ihn auf jeden Fall abchecken. Holstein aktuell auf Instagram. Und dann würde ich sagen, gehen wir nochmal die letzten Punkte durch. Heiko schreibt, Anwärter auf Europa, immer Ball flach halten, Platz zwischen 8 und 10 reicht völlig aus. Ja, ich glaube, ihr seid da auch mit zufrieden, aber ich glaube, man möchte auch immer, seid ja auch kurz vor der Champions League die letzten Spiele auch gewesen. Da will man natürlich vielleicht dann doch am Ende, zumindest mal in der Conference League am Ende landen. Hannover 96 vor Live schreibt, für mich ist Bochum die Überraschungsmannschaft der ersten Liga, was die reißen, ist echt gut. Wenn die das so weiterspielen, können die echt in die Conference League mitkämpfen in ein paar Jahren. Ja, das ist aber immer so das erste Jahr als Aufsteiger. Das müssen die im nächsten Jahr bestätigen, so mit der Euphorie, wenn die weg ist. Und dann kann man da mal gucken. Titz ist aber in Essen gescheitert. Ist er aber auch nicht der Erste. Essen ist echt ein heißes Pflaster und so in der Regionalliga ein echt schwieriger Verein.
Der Vertrag von Titz läuft aus, das ist noch viel, viel besser. Oh, Ich okay. wüsste, einen guten Werner Lorand muss wieder Trainer machen, statt auf den Campingplatz zu wohnen. Nee, den will ich zum Beispiel nicht auf Schalke sehen. Ja, dir gehören die letzten Worte. Was sollte man noch über dich wissen? Wo kann man dich auschecken? Hat es dir überhaupt Spaß gemacht heute hier? Auf jeden Fall, also gerne wieder. Also sehr sympathisch auch hier, alle Leute auch im Stream, die dabei waren, also auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall auch die Leute, die von mir jetzt vielleicht hier sind, gibt ihm mal einen netten Abo und auch einen Daumen nach oben, macht einen Mega-Job hier auf YouTube und supportet ihn weiterhin, auch wenn ich jetzt mal nicht dabei bin und so. War auf jeden Fall richtig gut, also kann man gerne wieder machen. Und ja, wo man mich auschecken kann, auf Instagram holstein.aktuell, wie ja auch Cedric eben gesagt hat. Und ja, wie gesagt, 19:30 seid ihr gerne herzlich eingeladen, wenn ich mit Maximilian dann live gehe, der ja auch hier mal auf dem Kanal war. Und da reden wir über das Ostsee-Derby oder Schrägstrich Nordduell wegen der Partie morgen. Und würde mich freuen, wenn ihr da kurz mal vorbeischauen würdet. Und wie gesagt, da kommen halt immer aktuelle News zu Holstein Kiel. Und auch gerne, wie gesagt, auch Cedric abchecken. Und ja, hat richtig Spaß gemacht. Gerne immer wieder. Und ja. Alles klar. Ja, mir hat es auch Bock gemacht. Bist auf jeden Fall eingeladen. Können wir gerne öfter machen. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch nochmal einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Drei Heikos sind gerade im Chat. Also, ich weiß nicht, ob die von dir alle gekommen sind, aber auf jeden Fall sind Keine hier Ahnung. viele Heikos unterwegs. So, Glück auf, ciao, wir sind raus. So, geil.